Hola amigos! Wir begrüßen euch heute hier vom wunderschönen karibischen Strand in Punta Maroma. Das liegt nördlich von Playa del Carmen und etwas südlich von unserem derzeitigen Standort Puerto Morelos. Das ist circa eine halbe Stunde Fahrzeit mit dem Auto. Lohnt sich auf alle Fälle. Es ist wunderschön, es sind kaum Menschen hier. Ihr erreicht diesen Strand allerdings nur durch einen Beachclub. Den verlinken wir euch dann unterhalb vom Video. Kleines Detail, was noch zu sagen ist, das Seaweed, was ihr hier im Hintergrund seht, das ist überall. Also sobald ihr irgendwo Resort oder Beachclub habt, ist es nicht so schlimm. Aber sobald die Area da vorbei ist, wo sie dann nicht mehr das jeden Tag wegmachen und nicht ziemlich hoch und riecht auch nicht so wirklich toll, muss man sagen. Aber nichtsdestotrotz ist der Sand hier ein Wahnsinn, die Umgebung ein Traum und sollte man sich vom Seaweed jetzt nicht vermissen lassen. Kleines Fazit zum super feinen Tag heute hier im Eldorado Beach Club in Punta Maroma. War alles in allem ein super feiner Tag. Wir haben gechillt am Beach, haben das feine Wetter genossen, das super feine Wasser. Kleiner Tipp noch am Rande, ihr könnt hier auch noch total viel Activities machen, wie Quad fahren, Jetski fahren, Schnorcheln, Kamelreiten übrigens. Keine Ahnung, was Kamele hier in Mexiko machen, aber okay, jeden das seine. Zum Eintritt vielleicht noch ganz kurz, wir haben pro Person 20 Dollar bezahlt. Ihr könnt da drinnen alles nützen, ihr könnt die Liegen benutzen, auch hier die Tische und Stühle rund um den Beach Club. Es ist alles sehr sauber, also sehr, sehr zu empfehlen, falls ihr hier seid in der Nähe von Punta Maroma. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben da lasst, unseren Kanal abonniert, die Glocke läutet, damit kein weiteres Video von uns mehr verpasst, und wir freuen uns, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dann, tschüss!